Commander, willkommen. Fangen wir sofort an. Natürlich. Die Zeit arbeitet sicher gegen uns. Wie so häufig. Galina Rance. Ich bin die oberste Kanzlerin der Republik. Aber nehmt mir das bitte nicht übel. Es ist eine Ehre, euch zu treffen, Kanzlerin. Die Ehre ist ganz meinerseits. So eine Besprechung habe ich schon seit meiner Zeit im 439. Bombergeschwader nicht mehr miterlebt. Das ist Flottenadmiral Numen. Er wird bei der Verteidigung von Corellia die Marinetruppen befehligen. Sicherlich eine Herausforderung. Aber dank der Verstärkung, die wir erhalten haben, können wir es schaffen. In Ordnung. Wie verteidigen wir Corellia? Wie retten wir die Meridian-Komplex-Schiffswerft? Das gefangengenommene Sith-Ratsmitglied Darth Zavik hat uns viel über die feindliche Flotte verraten. Aber sie kannte ihren Angriffsplan nicht. Ich habe unsere Schiffe für maximale Flexibilität positioniert. Unsere Reaktionsfähigkeit ist unsere Stärke. Wie kann die Flotte der Allianz im Kampf von Nutzen sein? Ich möchte sie hinter Talos verborgen halten. Sobald wir die Strategie des Imperiums gesehen haben, schicken wir sie per Hypersprung an den Ort, wo sie am effektivsten sind. Zavik hat außerdem verraten, dass zur imperialen Armada auch eine Gruppe von Schlachtschiffen gehört, die mit Isotop-5-Generatoren ausgestattet sind. Eine andere Gruppe verfügt über Auslöscher-Superwaffen. Und das heißt? Die Isotop-5-Schiffe sind viel schneller als gewöhnlich, mit viel stärkeren Schilden. Die Auslöscher können Großkampfschiffe mit einem einzigen Schuss zerstören. Gibt unser Arsenal etwas her, mit dem wir gegen solche Waffen vorgehen können? Wir hatten gehofft, Admiral Rewals Nullkanonen wären rechtzeitig verfügbar, doch die Prototypen sind immer noch zu instabil für den Einsatz. Okay, das war alles im Orbit. Wie sieht es auf dem Planeten aus? Luftabwehrgeschütze und Verteidigungsschilde sind bereits in Position. Solange sie nicht zerstört oder deaktiviert werden, kann die Anlage nicht aus der Luft angegriffen werden. Und unsere Bodentruppen? Wir haben so viele Soldaten wie möglich zum Meridian-Komplex geschickt, aber er wurde als Schiffswerft gebaut, nicht als Festung. Wir können nur eine begrenzte Menge an Truppen in der Anlage positionieren, sonst haben sie keine Deckung mehr. Also wurde der Rest in unmittelbarer Nähe stationiert. Ich habe so viele Jedi versammelt, wie ich konnte, die sich der Verteidigung anschließen werden. Darunter auch Freiwillige der Grünen Jedi von Corellia. Aber es sind immer noch zu wenig, um ein ganzes Sith-Kontingent abzuwehren. Commander, ihr und eure Allianzstreitkräfte sollen uns am Boden unterstützen und so unsere Chancen verbessern. Wir werden für alles bereit sein, was uns das Imperium entgegensetzt. Klingt, als würde jeder wissen, was er zu tun hat. Die Republik zählt auf euch, Freunde. Wenn wir uns weiterhin erfolgreich zur Wehr setzen wollen, brauchen wir diese Schiffswerft. Macht uns alle stolz. Gute Reise. Numin Ende. Wir reisen in meinem persönlichen Schiff nach Corellia. Die Zeit sollte gerade so für einen Happen Rishcade mit gatalentanischem Tee reichen, bevor wir ankommen. Mich über Arns Schwierigkeiten auf Mekshar informiert. Ich wollte euch dafür danken, dass ihr sie so tatkräftig unterstützt habt. Arn hat überstürzt gehandelt. Doch dank euch sind sich Meisterin und Schüler nun näher gekommen. Es kann sehr wichtig sein, zu erkennen, wenn Hilfe benötigt wird. Doch zu erkennen, wer diese Hilfe geben sollte, das kann sogar noch wichtiger sein. Tau macht ihre Sache mit Arn sehr gut. Sie sind beide gute Jedi. Schön, dass wir einer Meinung sind. Genug geredet. Wir müssen eine Schlacht gewinnen. Außerdem war ich das letzte Mal in einem Bagdad-Tank, als der Rune seinen berühmten Tee gekocht hat. Ich möchte wissen, ob er wirklich so gut ist. Auf die Beine und in die Schlacht. Aber ihr müsst zugeben, dass es untypisch für einen Sith ist. Ich bin durch die Zusammenarbeit mit ihr viel stärker geworden, als ich es durch Betrug je geworden wäre. Interessant. Ich schätze, der Kodex der Sith verlangt nicht explizit den Verrat am Meister durch den Schüler. Lediglich das Streben nach größerer Kraft. Ganz genau. Es ist nur natürlich, dass die Stärksten die Führung übernehmen, aber das Ziel sollte Stärke sein, nicht unbedingt eine Führungsposition.
Wenn man wirklich stark ist, ergibt sich das von ganz allein. Eine einzigartige Sichtweise unter den Sith. Vielleicht befinden wir uns deshalb gerade nicht unter den Sith. Vertreibt ihr euch die Zeit mit philosophischen Diskussionen? Ja. Es ist sehr unterhaltsam. Ich hoffe, wir können später weiterreden. Wir verlassen den Hyperraum im Corellia-System. Jetzt. Lana hat eine... Gruppen 4 und 5, Position Aurek 9. Gruppen 6, 7 und 8, versetzte Kolonne hinter Ihnen. Daron hier. Bericht. Der Feind ist früher eingetroffen als erwartet. Sie sind in drei Gruppen aufgeteilt, denen wir die Codenamen Jagdhund, Raptor und Schwarm zugewiesen haben. Die Energiesignaturen zeigen, dass die Jagdhund-Gruppe die Isotop 5 Schlachtschiffe enthält. Sie nähern sich frontal und mit Höchstgeschwindigkeit unseren Linien. Darauf folgt die Raptor-Gruppe in vertikaler Nimbus-Formation, um den Schussbereich zu maximieren. Die Auslöscher geben der Jagdhund-Gruppe beim Anflug Feuerschutz. Die Schwarm-Gruppe enthält den Großteil der Angriffsflotte. Sie sind hinter dem Planeten aus dem Hyperraum gekommen, außerhalb der Reichweite unserer Waffen. Ziel unbekannt. Verstanden. Wie können wir helfen? Nähert euch auf dem Vektor, den wir euch schicken, um außerhalb der Zielreichweite der Raptor-Gruppe zu bleiben. Setzt anschließend zur Landung an. Admiral, es ist die Schwarm-Gruppe. Sie haben ebenfalls das Feuer eröffnet. Auf was feuern Sie? Wir sind außer Reichweite. Sie feuern nicht auf uns. Sie schießen auf die Oberfläche, auf die Städte, Wohn- und Industriegebiete. Völlig wahllos. Wir müssen sie aufhalten. Tausende, nein, Millionen könnten sterben. Unsere Schiffe zu verlegen, wird unsere Verteidigungsblockade enorm schwächen. Da wäre noch die Flotte der Allianz, aber die brauchen wir, um die Auslöscher festzusetzen. Vergiss den Plan. Diese Leute brauchen uns. Admiral Aego, begebt euch auf die andere Seite von Corellia. Haltet die Imperialen um jeden Preis auf. Verstanden. Rücken aus. Was zum... Ich orte mehrere neue Ziele. Die Energiesignaturen der Jagdhundgruppe müssen sie überdeckt haben. Sie werden die Oberfläche vor uns erreichen. An alle Fähren! Bereit machen zum Start! Lana hat sich ganz schön gemacht. Muss man ja schon mal sagen. Die ist reifer geworden irgendwie, finde ich. Das war, dieses ganze Allianz-Ding war auch so ein Reifeprozess für ihr. Alles fing mit Revan an, ey. Dann war sie das erste Mal kennengelernt. Ach, jetzt hängen wir mit dem hier ab. Warum kriegen wir... Warum kann uns keiner beistehen, der mit bei uns ist? Aber wir haben jetzt sie dabei. Das ist interessant. Müsste das ja alles viel schneller gehen jetzt hier. Achso, ich kann ja gar nicht. Also wenn die uns jetzt hier beisteht, die ganze Zeit, ist das top. Hätte ich nichts dagegen.
Ach, guck mal, die kommen schon nicht weiter. Doch, jetzt. Aber sie hilft nicht mit. Mit alles Verbacktes. Steht irgendwo rum. Die laufen einfach nicht. Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Hier leuchtet immer alles. Ich weiß ja nicht, wofür das alles ist hier. Charaktermenü, ja. Was ist jetzt hier im Charaktermenü? Die geht doch nicht weg. Die Imperialen. Die Schlacht. Das alles aus nächster Nähe zu sehen ist ganz schön überwältigend. Lasst eure Konzentration nicht vom Chaos stören. Die Macht wird euch leiten, wenn ihr sie lasst. Konzentration. Konzentration. Danke. Er ist wieder da hinten irgendwo. Ey, das ist zum Kotzen, ist das. Du... Einfach nur zum Erbrechen. Müssen wir die hier angreifen? Nee, war. Ich habe schon wieder einen Frosch am Hals. Kotzt mich an. Der Frosch kotzt mich an. Aber die haben wenigstens ein paar Credits bei. Ist hier irgendwie in der Nähe hier? Dankeschön. Ach, jetzt ist da wieder diese... ja, hier ist der erste Boss. So, das Tau. Das müssen wir dann noch gucken. Jetzt sind alle da. Alter, was? Zwei? Mike muss erstmal hier. Nee, warte mal. Ach, was? Nee, Scheiße. Den hier. Okay, der ist tot. Wir haben eine große Gruppe imperialer Verstärkung geortet. Wir werden diese Position halten und sie abwehren. Kann ich helfen? Wir geben ihr Deckung. Geht ihr weiter. Euer Team ist beeindruckend. Sollen wir ihnen helfen? Wir haben über die Jahre viele verrückte Situationen gemeistert. Sie packen das schon. Hör mal, wegen jetzt die Schärpe hier drinne. Kann mir denn mal einer sagen? Das hatte ich doch vorher nicht drinne. Kommt nicht jetzt her. Was ist das hier für ein Schwert?
Ah, Hagrid verwendet es. Hier ist Scorchs Jacke. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier können wir was ändern. Ist eigentlich egal. Rolo von Geiertrupp. Okay, cool. ...270, aber da haben wir da noch Armierung drin. Ich weiß nicht, wie das immer höher ist. Du hast zwar da oben die Werte. Lassen wir erstmal. Kann ich den mal kurz... ich muss sagen, dass das hier schneller ging als beim Krieger. Beim Krieger bin ich ja das erste Mal gestorben, weil meine Fährte nicht mit bei war. Die Hauptstraße ist aufgrund der Schäden durch die imperiale Bombardierung unpassierbar. Ihr müsst einen anderen Weg finden. Die Karten zeigen selonianische Tunnel in der Nähe. Vielleicht könnt ihr die Trümmer so umgehen. Dass das hier mit bei ist, finde ich ja absolut ein Ding. Was war jetzt hier? Weil das hier, wie sich auch zu wem das hier hört. Ja. Ach, hier geht ja nicht weiter. Wartungstunnel. Wir müssen hier hin. Findet gut, dass die dabei ist. Macht die Sache ja gleich viel leichter. Sehr viel leichter. Na, Freunde, steht er da hinten wieder rum? Hallo, könnte vielleicht mal mich jemand heilen? Dankeschön. Sehr begrüßend. Na, du greif doch da an, da. Die tun nichts. Warum stehen die hier? Es passiert einfach nichts. Und es kotzt mich einfach nur an. Warum wird sowas nicht gefixt? Dass die Fährten nicht mehr hinterherkommen, nicht mehr mitlaufen, das ist schon seit Jahren jetzt. Oder seit, keine Ahnung, wie viel Updates. Ja, keiner weiß machen, dass das nicht funktioniert. Die man nicht... Nein. Ich weiß nicht. Man hat so wirklich das Gefühl, die geben sich keine Mühe mehr. Hier, dann kommen sie irgendwann, wenn du weit genug weg bist, kommen sie dann deportet.
So. Unterstützung in den selonianischen Tunneln. Wir werden überrannt. Sehr gut. Die ganzen, die retteten, die müssten mal mitkommen, wisst ihr? Müssten anfangen mitzukämpfen. Falsche Fläche, Schaltfläche.